Hallo und herzlich willkommen zum TAKT-Forum 2021 unter dem Motto Schöne neue Welt. Jetzt geht's los und ich möchte euch erstmal ein bisschen zeigen, wo wir die nächsten 2 Tage unsere Sendebasis für euch aufgebaut haben. Und zwar im Erfurter Heizwerk, dem ehemaligen Industriedenkmal aus dem 20. Jahrhundert. Und ich nehme euch jetzt ein bisschen mit und zeige euch mal, wo wir arbeiten werden die nächsten 2 Tage und senden. So, dass ihr hier mal so einen Eindruck bekommt von diesem wunderschönen Industriedenkmal aus dem 20. Jahrhundert, was jetzt zu einer Event-Location umgebaut wurde. Und jetzt gehe ich mal ganz fix über die Straße, denn hier wird sich nicht nur Kultur abspielen und Events, sondern es wird natürlich auch kulinarisch einiges geboten sein, und zwar in der Kostbar. Und dann nehme ich euch jetzt mal kurz mit rein, damit ihr hier mal so einen Eindruck bekommt. So, hier haben wir nämlich die Kostbar. Das ist hier der Eingangsbereich der Erfurter Zentralheize. Hier ist ab Oktober, geht es hier dann richtig los. Da werden dann die Kreativtankstelle und Mellerzeit zum Genießen ihre Köstlichkeiten den hungrigen Businessleuten dann anbieten. Genau. Und jetzt nehme ich euch mal noch ein bisschen weiter mit, weil wir sind in den nächsten 2 Tagen im Werkraumstudio von Gesine Effenberg, die uns in den nächsten 2 Tagen ihr Studio zur Verfügung stellt. Da müssen wir einmal nach nebenan. So. Da könnt ihr euch gleich übrigens schon mal merken, morgen findet auch hier unser Lego Serious Play Workshop statt. Wer sich noch nicht angemeldet hat, hier ist wohl irgendwas geboten. Ist ein bisschen laut. Einen Moment. Irgendwas scheint im Argen zu sein. Ja. Okay, so, ich muss hier nochmal raus, Leute, es ist hier Probefeueralarm, das trifft sich natürlich wunderbar, dass das jetzt gerade zu meiner kleinen Einführung hier stattfindet. So, wir machen das einfach so, ich nehme euch nochmal mit raus und erkläre euch nochmal ein bisschen was zum Gebäude. Na, das ist hier live, also ich habe es nicht anders erwartet. So, dann zeige ich euch einfach nochmal das Heizwerk in der Hoffnung, dass es hier dann gleich weitergeht. Okay, also Norm sagt, der Probefeueralarm ist vorbei. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil Norm möchte euch ja gleich gerne begrüßen. So, dann erkläre ich euch nochmal ein bisschen was hier zum Heizwerk, vielleicht mal nochmal zur Architektur. Der Plan hierbei war, das Denkmal, soweit es geht, zu belassen und nicht tot zu sanieren und irgendwie tot zu modernisieren, sondern soweit es geht, den alten Charme beizubehalten. Man sieht das, denke ich, ganz gut im Treppenhaus. Da nehme ich euch jetzt mal mit nach oben. So, eine Aufregung heute schon, aber das passt ja, ein fulminanter Start für unser TAKT-Forum. Die nächsten 2 Tage, so. Dann zeige ich euch mal, das ist unser Studio. Die Kollegen und Kolleginnen sind schon an dem Bildschirm. Es geht ja auch gleich los. Hier geht's weiter, genau. Und dann nehme ich euch nochmal mit in unserem kleinen Kreativraum, die Kreativwerkstatt, wo dann auch morgen live unser Lego Serious Play Workshop stattfinden wird. Hallo Micha, auch schon am Start hier. Dann zeige ich euch nochmal hier den Raum. Genauso von der Gestaltung her auch belassen, wie es ist, mit ein paar stylischen Highlights. Man wollte hier ein bisschen Dschungelfeeling für die Kreativität herstellen. Und hier ist auch schon Norman, den haben wir gerade schon gesehen. Der wird euch jetzt gleich zum TAKT-Forum begrüßen
Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß in den nächsten 2 Tagen und ein tolles Tagforum. Ja, wir sind live. Was wäre, wenn es heute nicht darum geht, möglichst schnell an den nächsten Auftrag zu kommen? Und was wäre, wenn es heute auch nicht darum geht, so schnell wie möglich wieder zurückzukehren zu einem Zustand vor Corona? Was wäre, wenn wir uns aus dem täglichen Ringen um Normalität für 1 oder 2 Tage herausziehen und uns anderen Themen zuwenden? Themen wie Klimawandel, künstliche Intelligenzen, Megatrends, Cross-Innovation, Verantwortung. Und was wäre, wenn wir uns dabei auf die eigenen Kompetenzen besinnen? Auf das, was Kreativität, was Schöpferische, was Gestalterische, was visionäre Tätigkeiten ausmacht? Und was wäre, wenn wir uns dabei vom Konkurrenzdenken lösen und stattdessen erproben, wie wir zusammenarbeiten wollen und mit wem wir zusammenarbeiten wollen? Und was wäre, wenn wir Kreativwirtschaft dabei neu entwerfen, die Branche neu positionieren und Kreativität genau dorthin bringen, wo sie mehr ist als das ästhetische Sahnehäubchen? Was wäre, wenn wir uns einmischen? Liebe Leute, sehr geehrte Damen und Herren an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zum TAKKforum Schöne neue Welt. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Mein Name ist Norman Schulz. Ich habe die Ehre, die Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft zu leiten. Und wir sind ein Projekt der RKW Thüringen GmbH. Und wir werden gefördert von der Europäischen Union, da aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und vom thüringischen Wirtschaftsministerium. Und ich freue mich, dass Sie heute hier mit uns in die schöne neue Welt aufbrechen wollen. Und ich bin überzeugt, dass der Blick nach vorn, dass der Blick in die Weite auf das große Ganze genau jetzt genau richtig ist. Denn die Welt da draußen ist in Bewegung. Überall werden jetzt die Weichen gestellt, werden jetzt die Richtungen bestimmt und die Eckpfeiler gesetzt für das, was unsere Zukunft ausmachen wird. Und noch immer ist es so, dass Kreativschaffende in den Steuerungszentralen, in den Schaltwerken, in den Thinktanks und in den Entwicklungsabteilungen dieser Welt so gut wie nicht vertreten sind. Und in Thüringen noch etwas weniger. Stattdessen werden Sie beauftragt, wenn Produkte vermarktet werden sollen, die andere sich ausdenken. Und stattdessen werden Sie beauftragt, wenn eine mittelmäßige Idee schöngeredet oder verführerisch inszeniert werden soll. Dabei sind Sie es eigentlich, die die Werkzeuge für so viel mehr in den Händen halten. Sie könnten schon die Problemanalyse revolutionieren und mit Ihren Methoden erst recht den Prozess der Lösungssuche neu, anders und besser gestalten. Und das, was am Ende dabei rauskommt, intelligent verwerten. Und genau deshalb brauchen wir Sie, liebe Kreativschaffende, bei der Gestaltung der Zukunft. Sonst laufen wir nämlich Gefahr, dass Zukunft nur als Fortschreibung der Vergangenheit gedacht wird. Sonst laufen wir Gefahr, dass auf neue Herausforderungen, und davon gibt es gerade sehr viele, mit alten Anpassungsstrategien geantwortet wird. Wie viel besser wäre es aber eigentlich, stattdessen mit Ihnen gemeinsam als Komplizinnen vor die Entwicklung zu kommen, proaktiv zu neuen Ufern aufzubrechen? Und wie viel hilfreicher wäre es, mit Ihnen als visionären Kollaborateuren eine neue Normalität zu entwerfen? Und was wäre möglich, wenn wir Zukunft nicht vorhersagen oder Zukunft planen, sondern wenn wir sie machen? Und das am besten gemeinsam. Wir brauchen Sie und zwar genau an den Einsatzorten, die in Ihrer heutigen Kundenkartei vielleicht noch gar nicht angelegt sind. Wir brauchen Sie quasi mit dem Selbstbewusstsein derer, die sich ihrer Gestaltungsmacht, die sich ihrer schöpferischen Kraft bewusst sind und mit der Bereitschaft, auch Verantwortung zu übernehmen und sich einzumischen. Wir brauchen Sie mit der Selbstgewissheit, dass Sie einen entscheidenden Beitrag leisten können, einen Beitrag, der dringend gebraucht wird und der vielleicht sogar richtungsweisend ist. Und ich bin überzeugt,
dass genau dieser Weg nicht nur für die Wirtschaft als Ganzes oder für die Gesellschaft oder auch für das Klima in eine bessere Zukunft führt. Ich bin überzeugt, dass dieser Weg auch für Sie ganz persönlich zu vollen Auftragsbüchern und zu sinnvollen Auftragsbüchern führen wird. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie heute hier sind, dass Sie sich den Raum geschaffen haben, groß zu denken. Und von daher lassen Sie uns jetzt keine Zeit verlieren, lassen Sie uns anfangen. Und als Einstieg würde ich Sie einladen, Ihre Vorstellungskraft so ein bisschen aufzuwärmen. Und zwar mit der Frage, wie Sie sich eine schöne neue Welt vorstellen. Ganz spontan in 1, 2, 3 Schlagworten unter www.menti.com haben Sie jetzt die Möglichkeit, einen Code einzugeben, nämlich die 5951005. 5951005. Und da Ihre Vorstellung in 3 Schlagworten von einer schönen neuen Welt mit uns und den Zusehern zu teilen. Ich danke Ihnen jetzt schon, dass Sie dabei sind, und ich freue mich auf spannende Impulse, auf Inspiration, auf Austausch, auf wertvolle und wahrscheinlich auch überraschende Begegnungen, und würde jetzt nochmal Verstärkung mit auf die virtuelle Bühne holen, nämlich meine Kolleginnen Miriam Beetz und Claudia Köhler und meinen Kollegen Michael Krömer. Denn wir 4 werden Sie heute so ein bisschen durch den Nachmittag in den Abend hinein begleiten. Ich grüße euch. Ihr seid am Start. Hello. Hallo. Hallo und herzlich willkommen auch zu mir, zu diesem TAC-Forum 2021. Eine schöne neue Welt. Willkommen zu unserer Reisegruppe auf dem Weg zu einer schönen neuen Welt. Und ich persönlich kann mir gar keine spannendere Reisebegleitung vorstellen als die Kreativwirtschaft für diese Reise. Denn im Endeffekt sind es ja auch gerade die Kreativen, die Kreativunternehmen, die uns überhaupt Bilder zeigen, wie so eine Zukunft aussehen kann. Ob durch Design, durch Film, durch Illustration. Sie schaffen erstmal die Vision für eine Zukunft. Super spannende Branche, der das Hinterfragen des Status quo einfach auch in der DNA liegt. Und wir werden jetzt in den nächsten 2 Tagen werden wir auf diesen Roadtrip gehen, und wir werden diesen Roadtrip in 3 Etappen fahren. Die erste Etappe ist Sensibilisieren. Wir werden sensibilisiert werden von Impulsen, von verschiedenen Gesprächen. Wir werden in einem zweiten Schritt, in einer zweiten Etappe inspiriert werden. Und zwar von 4 entspannten Beispielen von Kreativschaffenden, die sich bereits auf dem Weg zu einer schönen neuen Welt gemacht haben. Und wir kommen im dritten Schritt, persönlich mein Lieblingsschritt, ins Machen. Wir wollen zusammen machen, wir wollen zusammen überlegen, was wäre wenn, wie sieht eure perfekte Zukunft aus, was wäre wenn. Schreibt eure Fragen oder eure Was-wäre-wenn-Fragen gerne in unser Miro-Board. Wir haben in den letzten Wochen schon dazu aufgerufen, eure Fragen einzureichen. Den Link zum Miro-Board findet ihr in unserem Chat. Da sind auch schon einige Fragen eingegangen. Ihr habt heute noch Zeit, für diese Fragen zu voten. Ihr könnt sowohl eure eigenen Fragen reinstellen. Wie sieht eure perfekte Zukunft für die Kreativwirtschaftsbranche aus? Ihr könnt aber auch für die Fragen, die bereits eingegangen sind, voten und somit bestimmen, welche 4 Fragen morgen bearbeitet werden. Morgen in unseren 4 Workshops. Wir haben spannende Methoden für euch bereitgestellt mit spannenden Leuten dahinter, die mit euch an diesen Fragen arbeiten. Wir nähern uns den Was-wäre-wenn-Fragen mit dem Nudging, dem Framing, dem Lego Serious Play und dem Storytelling. Also bitte reicht eure Fragen noch ein, votet und seid gern morgen dabei und kommt gemeinsam ins Machen. Und gemeinsam ist für mich auch so ein Stichwort. Ich finde ja für mich persönlich mein Gedanke zur Zukunft, der gehört zusammen und gemeinsam auf jeden Fall dazu. Und jetzt sitzen wir ja heute alleine, gemeinsam vor unserem Rechner. Und TAC-Forum wäre aber nicht TAC-Forum, wenn man nicht auch die Gelegenheit hätte, sich zu begegnen. Und ich möchte gerne an meine Freundin und Kollegin Miriam weitergeben. Miriam, wo können wir uns begegnen? Ja, Claudia, vielen lieben Dank für die warmen Worte. Genau, was wäre ein TAC-Forum ohne die Möglichkeit des Netzwerkens? Und wir haben uns für dieses Jahr etwas Besonderes einfallen lassen
Und zwar könnt ihr in der großen Pause in der Zeit von 15 bis 16 Uhr euch auf wonder.me treffen. Da haben wir einen Raum für euch vorbereitet. Ihr könnt dort in Einzelgesprächen bzw. in Zweiergesprächen euch treffen. Ihr könnt euch da in größeren Gruppen auch zusammentun. Fühlt euch herzlich eingeladen, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr in der Pause zu netzwerken. Trefft auf andere Menschen aus eurer Branche und erfahrt vielleicht auch die letzten Neuigkeiten. Oder quatscht einfach mal, das tut ja auch ganz gut. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, euch natürlich auch während des Tagforums in Zoom zu beteiligen. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, bei allen Programmpunkten, die wir haben, Fragen zu stellen an unsere Speakerinnen und Speaker. Und zwar könnt ihr dafür die F&A-Funktion nutzen. Die findet ihr am unteren Bildschirmrand. Dort könnt ihr einfach draufklicken, reicht eure Frage gerne ein. Wir moderieren sie dann immer an unsere Impulsgeberinnen weiter, wenn es soweit ist. Das Miro-Board hat Claudia gerade schon erwähnt. Da gibt es auch noch ein kleines Highlight. Und zwar zeichnet Sandra Bach von Sandruschka aus Weimar dort live mit, was heute den ganzen Tag über an Impulsen, an Inspiration und an Beispielen gezeigt werden. Es lohnt sich, da definitiv reinzuschauen. Und dort findet ihr neben den Was-wäre-wenn-Fragen und dem Live-Graphic-Recording auch noch einen Bereich, der nennt sich Podcast-Buch- und Newsletter-Empfehlung. Da haben wir schon ein paar Sachen für euch eingetragen. Ihr seid herzlich eingeladen, da selber auch eure Tipps noch mit zu ergänzen. Ansonsten nutzt dann auch gerne die Pause, wenn ihr sagt, wir möchten rausgehen, ein bisschen spazieren gehen. Schmeißt euch einen Podcast auf die Ohren und dann sehen wir uns 16 Uhr wieder. Ein kleiner Hinweis, die Chat-Funktion wird schon eifrig genutzt, das sehe ich hier unten bei mir im Verlauf. Da gibt es noch einen kleinen Trick, wenn ihr möchtet, dass die Chat-Nachrichten auch alle anderen Teilnehmerinnen lesen können, wählt das bitte einfach in diesem kleinen Dropdown-Feld aus. Da steht alle, wenn ihr das auswählt, können auch die anderen Zuschauerinnen das entsprechend mitlesen. Und apropos Chat, jetzt ist nämlich das der Moment, wo ich an meinen Kollegen Micha abgebe, denn mit dem Chat wird noch was ganz Besonderes passieren. Ich sage nur so viel, nutzt ihn eifrig und Micha erklärt euch jetzt, wieso, weshalb, warum. Vielen Dank, Miriam. Genau, bitte nutzt den Chat. Es gibt wunderbare externe Tools wie Miro und Wanda, aber bitte bleibt doch im Chat. Warum? Der Chat selber, über ihn kann man kommunizieren, man kann Anregungen posten, man kann Keywords nehmen, man kann Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt. Dann fragt auch über den Chat und ganz wichtig, wie Miriam gesagt hat, bitte immer die Funktion an alle. Warum? Damit alles lesen können. Aber es gibt noch eine ganz Besonderheit zum Schluss und zwar um 17 Uhr könnt ihr nichts gewinnen, aber ein richtiges Feuerwerk wird abgefackelt. Ein Freestyle-Rap von Norman Sinn persönlich wird unseren Chat verrappen. Alles, was bis dahin gepostet wurde im Chatverlauf, wird er für seinen Rap nutzen, kombinieren und ich lasse mich selber überraschen, er wird nicht aufgezeichnet. Also es ist wirklich nur einmalig, Feuerwerk verpuffen und wir haben alle etwas davon, was er mit unseren Worten, die wir eingegeben haben, gemacht hat. Darüber hinaus, neben dem Chat gibt es noch eine andere wichtige Funktion für euch. Neben Sensibilisieren und Inspirieren gilt es natürlich auch, die Sinne zu stimulieren. Und dafür haben wir die Macher von Don't Panic Erfurt gewinnen können, die parallel zu unserem Zoom auf ihrem Twitch-Account schon die Platten auflegt. Und ich habe jetzt, wenn ich das richtig sehe, den Benno Bounce mit am Start. Hallo Benno, schön, dass du dabei bist. Sag doch mal ganz kurz, was erwartet die ganzen Teilnehmenden des TAG-Forums bei euch auf Twitch? Hallo, ich weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt sehen und hören könnt. Alles gut. Ja, was euch heute erwartet hier, das erwartet euch hier. Wir sind im schönen Kalif Storch und machen DJ-Livestream für euch. Nachher dann auch in der großen Pause 15 bis 16 Uhr zum Thema Schöne neue Welt. Mal gucken, was da so gehen wird. Ansonsten sind wir dafür da, als Energietankstelle hier zu dienen. Die Lady Hasselhoff ist schon bereit und spielt jetzt gleich von 12 bis 15 Uhr, danach 15 bis 18 Uhr eine Runde mit mir. Ich bin Benno Bounce und wir kümmern uns, wie gesagt, um die Energietankstelle. Wenn ihr einfach mal abschalten wollt, genug Input gehabt habt oder vielleicht sitzend oder stehend euren Körper kurz bewegen wollt, dann schaltet gerne bei uns ein. Wir sind zu finden auf twitch.tv, don'tpanic_Erfurt, den ganzen Tag 12 bis 18 Uhr hier im Livestream. Wir freuen uns auf euch. Danke, Benno. Mensch, jetzt sind echt zwei Seelen in meiner Brust. Jetzt weiß ich gar nicht, bleibe ich im Zoom, gehe ich direkt auf Twitch. Aber natürlich, wir bleiben erstmal auf Zoom, denn es geht weiter mit einem ganz großen Programmpunkt. Liebe Claudia, bitte übernehmen. Ja, super. Danke auch an Benno. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Pause. Aber wir freuen uns auch auf den nächsten Gast.
Ich freue mich sehr, Valentina Kerst auf unserer Bühne begrüßen zu dürfen. Unser Miroboard, nee, nicht unser Miroboard, unser Mentimeter hat sich ja mittlerweile gefüllt. Im Zentrum habe ich gesehen, stand etwas zu gemeinsam, zu Nachhaltigkeit und aber natürlich auch zu Kreativität. Und zum Einstieg, liebe Valentina Kerst, Staatssekretärin vom Wirtschaftsministerium, schön, dass Sie heute da sind. Mich würde interessieren, was Ihre drei Gedanken denn sind zu einer schönen neuen Welt. Falls Sie nichts eingetippt haben, vielleicht haben Sie auch was eingetippt. Was sind Ihre Gedanken? Und wir freuen uns auf Sie. Die Bühne ist Ihre. Ja, großartig. Herzlichen Dank, Frau Köhler, lieber Norman Schulz, liebe Miriam Beetz und auch Michael Krömer. Danke für diese großartige Einleitung. Und jetzt fällt es mir fast schon schwer, eine klassische, ja, ein klassisches Grußwort zu halten bei dem schönen und großartig gestalten Potpourri, was Sie hier auf die Beine gestellt haben. Erst einmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und Glückwunsch auch an alle, die sich heute Morgen oder heute Mittag hier eingewählt haben, um die nächsten zwei Tage tatsächlich über die schöne neue Welt zu sprechen. Ich bin sehr begeistert davon, dass gerade jetzt auch schon in den ersten 16 Minuten eigentlich nie der Blick zurückgeführt wurde. Norman Schulz hat es ganz, ganz kurz erwähnt. Der Blick ja auf die letzten anderthalb Jahre oder knapp zwei Jahre. Aber eigentlich war jetzt dieser ganze Spirit, und deshalb bin ich auch sehr begeistert, sehr davon getragen, den Optimismus zu sehen, die Zukunft zu sehen. Und viele, die mich vielleicht bei der einen oder anderen Rede schon gesehen haben, die wissen, dass jetzt auch der Spruch kommt, Lust auf Zukunft. Und ich wünsche mir das und wünsche Ihnen natürlich, dass Sie diesen Spirit über diese zwei Tage wirklich großartig mitbringen. Denn wir sehen natürlich schon, dass gerade die Kreativbranche, wie viele andere Branchen auch, aber gerade auch dort der Umsatzrückgang groß war. Wir haben in unserem Monitoring, was wir durchführen, also quasi das Monitoring zur Kultur- und Kreativwirtschaft, gesehen, dass 13% Umsatzrückgang da war, also ein Einbruch. Bei dem einen oder anderen wird sogar noch mehr gewesen sein, wenn ich an Film und so weiter denke. Aber sämtliche Branchen, die natürlich darunter gelitten haben, wie es gelaufen ist. Und wir sehen, dass wir eine Aufbruchsstimmung haben. Wir sehen, dass wir ein Licht am Ende des Tunnels haben mit dem Thema, dass wir uns schützen können, dass wir aus der Pandemie rauskommen und dass wir uns natürlich wirklich auch in dieser Runde, aber auch in vielen anderen Runden, bemerke ich, dass diese Frage uns stellen, wie wollen wir tatsächlich die neue Welt gestalten? Was lernen wir? Was haben wir für Lessons learned? Was kann ich besser machen? Was kann ich anders machen? Wo kann es uns dann hinführen? Und besonders wichtig ist das in dem Themenbereich auch verbunden, in den Themenbereichen, die Norm Schulz gerade gesagt hat, die Sie ja auch im Programm haben mit der Bundesumweltministerin AD, auch mit Barbara Hendricks, das Thema Klima, Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Denn das ist die Grundlage für alles. Wenn das eben am Ende des Tages nicht da ist, dann können wir uns ganz viele Ideen machen, was wir machen wollen und was gestaltet werden soll. Wenn aber die Grundlage nicht da ist, dann wird es eben halt sehr schwierig. Und ich finde es super, dass Sie das in dieses Programm mit integriert haben und dass sie am Ende des Tages dann auch damit verbunden auch zeigen wollen, die Zukunft ist gestaltbar, die Zukunft können wir auch gestalten, aktiv gestalten. Und auch in dem Programmheft oder in der Programmankündigung war ja auch mit drin, zu sagen, Zukunft bedeutet Verantwortung. Und Verantwortung ist für die meisten eigentlich etwas, was schwer auf den Schultern liegt. Man will vielleicht auch gar nicht die Verantwortung. Man will gar nicht selber derjenige sein, der eine Entscheidung trifft, die in 10, 20 Jahren vielleicht falsch war oder auch in einem kurzfristigen Zeitraum falsch war. Aber ich glaube, dass gerade hier in dieser Runde eigentlich eine Gruppe, eine Community ist, die tatsächlich auch Verantwortung übernehmen möchte. Und ich habe eine große Bitte an Sie, wenn Sie jetzt die zwei Tage hier auch miteinander sprechen, miteinander diskutieren und auf den Boards Ihre Ideen zusammensammeln oder vielleicht bei der Musik Ihre Ideen schweifen lassen, dass Sie eins im Kopf haben und diese Bitte, dass Sie versuchen, keine neue alte Welt zu gestalten. Ich persönlich komme ja aus dem Digitalbereich und ich höre jetzt immer wieder, ja, Frau Kerst, wir haben ein Ziel, wir können raus aus der Pandemie etc. und wir gehen wieder an die alte Welt zurück. Das möchte ich gar nicht.
Und ich hoffe, dass Sie das auch nicht möchten. Und dass es auch keine schöne neue oder neue alte Welt gibt, sondern es gibt eine schöne neue Welt. Und das Vergangene ist vergangen und das, was kommt, das haben wir selbst in der Hand. Und ich hoffe mir auch, dass Sie nicht über Backlashes sprechen, wie schön es früher war, was alles so toll war und so weiter, sondern dass wir wirklich miteinander den Weg nach vorne gehen, dass wir natürlich davon lernen, aber dass wir uns wirklich mit diesem Mindset auch wirklich auseinandersetzen und sagen, was geht in Zukunft. Und deshalb freue ich mich auch, wenn ich in dem Programm sehe, was kann man mit KI kreativ machen, also quasi künstliche Intelligenz nutzen für kreative Anwendungen. Wie können wir in diesem Fall nochmal das Thema Umwelt nochmal neu nutzen? Und Sie setzen damit genau die richtigen Themen. Und deshalb ist dieses Programm, was Sie hier auf die Beine gestellt haben, ein Zukunftsprogramm. Ein Zukunftsprogramm für uns alle hier in diesem Raum heute und in diesem Setting heute, aber auch ein Zukunftsprogramm für unsere ganze Gesellschaft. Und was ich merke, ist, dass in Thüringen auch sehr viel auch entstanden ist in den letzten 3-4 Jahren und auch in der letzten Zeit sehr viel entstanden ist, weil viele genau dieser Antrieb als roter Faden begleitet. Und von daher möchte ich auch hier an dieser Stelle gar nicht so viel über die alte Welt reden, sondern Ihnen viel Glück wünschen und viel Spaß eigentlich, nicht nur viel Glück, viel Spaß, gutes Netzwerken, dass Sie genau diese Ideen finden. Und ich verspreche Ihnen, dass wir aus dem Ministerium Ihre Ideen tragen wollen, Ihnen Flügel geben wollen für diese Ideen, dass Sie diese auch umsetzen wollen und dass wir auch mutige Ideen mit umsetzen wollen, weil wir daran glauben, dass es jetzt genau auch der Zeitpunkt ist und für uns alle vielleicht auch jetzt endlich auch der Zeitpunkt ist, dass mutige Ideen auch eine Plattform bekommen, die in den letzten Jahren vielleicht gar nicht die Plattform bekommen haben, die sie hätten bekommen sollen. Also, danke an das gesamte TAC-Team, großartige Arbeit bis hierher. Bei allen den Punkten, die auf der Agenda stehen, alles, alles Gute, toi, toi, toi. Und da ich heute schon im Heizwerk war, weiß ich, wie toll die Atmosphäre ist. Schicke aus dem Ministerium hier ganz liebe Grüße dahin, wieder zurück. Und wünsche zwei ganz wunderbare Tage. Vielen Dank.